Herzlich willkommen bei Just Stuart zu einem neuen Let's Play zu Outpost Glacier. Ah ja, Taschenlampe. Dort drüben ist erst einmal unser erstes Ziel. Also zunächst einmal, es handelt sich hierbei um ein Survival-Spiel, eben in einer Schneeumgebung. Ah ja. Crafting-Elementen und eben Survival. Da dies alles noch in der Alpha ist, in einer sehr, sehr frühen Entwicklungsphase. Ist dies halt komplett auf Englisch. Und ja, man muss damit halt klarkommen. So mehr oder weniger. Zunächst sollen wir jetzt. Das war laut. Ich hoffe, das ist für euch nicht zu laut. Okay, find the crafting table. Das heißt, hier raus. Ah, nee, das. Jetzt noch nicht mitnehmen. Ah, genau. Also ich habe das gestern schon mal eine Runde probiert. Muss ja erst mal gucken, wie das hier geht. Collector Wooden Handle. Ach ja. Items. Das hier. Collect for Scrap Iron. Naja, quasi das hier, was ich vorhin gefunden habe. Davon brauchen wir jetzt 4 Stück. Das ist schon mal das erste. Also wenn man in der. Ach, okay, haben wir schon. Collect 2 Iron Bars. Einer. Jetzt müssen wir hier verbinden. Wo ist der Anschluss? Da oben. Zack. Und dann lagern wir das hier rein. Und er macht. Also der Schmelzer schmilzt jetzt das Eisen. Jetzt können wir das hier kurz durchlaufen lassen. Und das. Ah ja. Genau. Hot Minerals in here to smelt, also. Wird alles einlagern zum Schmelzen. Nehmen wir das mit ins Inventar. Das legen wir da rein und das. Jetzt sollen wir eine Eisenpick machen. Gucken, ob das schon reicht. Ja, passt. Und equip, also ausrüsten. Zack, da haben wir es ausgerüstet. Okay, find Copper Core und collect to Iron Core. Also wir müssen Eisen und Kupfer finden. Was haben wir hier? Eisen. Glück ist immer da, wo diese Punkte auftauchen, reinschlagen, dann kriegt man mehr Material. Hier ist auch noch mal Kupfer. So, okay. Ja, auch noch. Ich mitmachen. Gut, müsste erstmal reichen. Also für den Anfang erstmal. Orientierung ist hier schwierig. ja, aufgrund dessen, dass wir noch keine Karte haben. Man muss halt gucken, dass man immer diesen Wurm hier findet. So, machen wir das so. Wir können ja schon mal eins davon machen. Für die Axt.
Ja, zum Spiel selber. Es befindet sich jetzt erst einmal 2020 in der Alpha und zumindest ist angekündigt, im Jahr 2021 das dann im Early Access verkaufsfertig zu haben. Da werden wir natürlich sehen, ob das auch so bleibt oder ob es nicht dann verschoben wird oder so. Ach, obwohl. Die brauchen wir hier nicht so reinlegen. Ja, erstmal ein bisschen warten, bis es durchgelaufen ist und dann können wir weitermachen. Ach nee, Collect Copper Wire. Ah. Okay, Item. Copper Wire 2 Stück war, oder? Ja, 2. Craft die Loot Scanner. Okay, dann den Scanner machen. Ah, jetzt brauchen wir noch einen Moment. Jetzt ist fertig. Ja, das wird hier nicht immer aktualisiert, nicht so schnell zumindest. Deswegen muss man einmal rausgehen, einmal reingehen mit E. Und dann können wir den Scanner bauen. Und hier gehen wir mal ins Warme. Hier seht ihr ja, der Kern ist 24 Grad warm. Aktuell. Ich weiß nicht, ob das noch höher wird oder nicht. Müssen wir mal sehen. Ach genau, und jetzt können wir C drücken und scannen. Base Building. Create a fabricator and place it. Okay, also. Ist ja hier drin, ja, aber. Ja. Okay, Iron Sheet. Iron Shit. Dann gib mal ein bisschen Material. Dann machen wir jetzt Eisen. Platten müssten das sein. Oder? Ja, sieht aus wie Eisenplatten. Viermal. Was trifft sich. Das trifft sich ja gut, würde ich sagen. Okay, was brauchen wir also noch? Copper Wire. Ah ja. Mann. Hier Copper Wire und 2 Springs. Ah, toll. Nur 3 machen. Naja, da müsste ja hier durchgelaufen sein. Ah, was macht er jetzt? Ah ja. Gut, dann reicht's jetzt schon, dann kann ich jetzt weitermachen. Das ist schon mal top. Okay. Ach verdammt, reicht trotzdem nicht. Mann. Ein Mist. Okay, 2 Springs. Und einmal den hier. Ah, 2 Stück. Egal. Okay, wo setzen wir den hin? Wir machen den hier hin. Toll. Wie ist so der Platz hier? Gut, dann setzen wir den halt hier hin. Zeig her. Okay. Press Q. For more information. And read. Read for more information.
Mann. Was ist Refer used to a friend? Oh Mann, immer mit Freund. Join. Join our Community Discord? Hä? Da kann er hier nicht. Was macht denn der da? Achso, er schlägt, wenn ich mit der Maus drücke. Aber ja. Einfach Snowmobil, ich dafür auch nicht. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man nicht immer alles lesen und verstehen kann. Machen wir mal die Axt noch dazu. Bei Structures ist irgendwie gar nichts drin. Tools, Lage, eine Schaufel. Naja. Ah, da gibt's immer zwei. Immer gut. Na, geh hoch da. Falscher an. Ah, okay. Das sind Baupläne. Obwohl die. Blueprints, die sind für die Forschungsstation. Oh, zu hoch. Ey, der war zu hoch. Ah, hier ist das Ding. Ah, geil. Na toll. Tut's nicht hoch. Na gut, dann einen anderen Weg. Naja. Ist halt noch in der Alpha, da kann das mal passieren. Sich das Ding einfach überschlägt. So, lagern wir erstmal die ganzen Dinger hier ein. Okay, aber was muss ich sonst? Ich verstehe ja gar nicht. Steht da Base Building Complete. Warum kann ich jetzt hier nicht weitermachen?
Was hier gemeint? Ja, scheint nicht so. 16 von 20 Power. Ja. Mal 6 Power mehr. Ach, warte mal. Die Research Station vielleicht die bauen. Ach, jetzt brauche ich doch noch. Okay, dann jetzt. Und bin drin. Hey, jetzt kann ich mir die Dinger holen. Teile. Ja, okay, das ist vielleicht nicht nötig, noch nicht. Ach so, jetzt ist der Cookie fertig. Der Cooker. Mal gucken, was der Cooker kostet. Kostet ja gar nichts. Ist ja lustig. Nimm's doch. Ach so. Er hat noch nichts zum Gucken. Ja, lässt sich ja ändern irgendwie. Kleister brauche ich eigentlich nicht. Ja, manchmal kriegt man da noch ein bisschen was danach. Okay, jetzt nicht mehr. Der Kuka, jetzt kann er benutzt werden. Warum nicht Kohle? Wie er instant umfällt. Der ist immer noch da. Jetzt nicht mehr. Ach so, ist es fertig? Sieht so aus, ha? Wenn wir das Kabel in den Schmelter, in den Gucker stecken. Mann, nimm das nicht mit. Connect, please, thanks. So, bitte. Und so. Ersten gebratenen Fleischstückchen. Nehmen wir uns mal eins mit. Jo. Ob er mächtig Schaden der kriegt durch irgendwas. Man könnte sich damit heilen irgendwie, aber es scheint nicht zu gehen. Aber ich glaube, da gibt es eine Heilungsstation noch. Und da sind wir auch schon wieder am Ende der ersten Folge angekommen von Outpost Glacier. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Abo, Kommentar und auch einen Daumen in die nördliche Richtung.
würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal bei Just Do It.